Heute haben wir am 18. März Frau Wallmann aus dem Demenz-Service-Team aus dem Landkreis Emsland hierher geholt, um uns über das Thema Demenz vorzubilden. Im letzten Jahr entstand dieser Wunsch von unserem Team, dass wir zu diesem Thema, weil es immer mehr Raum in unserer Arbeit einnimmt, eine Fortbildung machen. Als Frau Wallmann dieses Thema schon in der Zeitung im letzten Jahr publiziert hatte, haben wir mit dem Landkreis dieses Thema aufgegriffen, zusammen heute hier mit allen anderen aus der Gemeinde, die rund um Gesundheit beschäftigt sind. Ja, mein Name ist Rita Wallmann, ich bin die Koordinatorin des Demenz-Service-Zentrums, was beim Landkreis Emsland angesiedelt ist. Wir sind heute in Spelle eingeladen worden durch auch die Logopädie-Praxis Meyer-Baltes, die dafür gesorgt hat, dass das Haus heute voll war. Wir sind mit dem Thema Demenz unterwegs und zwar haben wir heute einen Basiskurs Demenzpartner präsentiert. Das heißt, wir haben über das Krankheitsbild informiert, über den Umgang und die Kommunikation mit Menschen mit Demenz informiert und hatten ein sehr aufmerksames Publikum, was uns sehr gefreut hat. Also der junge Mann erprobt sich an dem sogenannten Demenzparcours. Der Demenzparcours bietet eine spielerische Herangehensweise für das Gefühl, dement zu sein. Man kann also in dem Parcours im wahrsten Sinne des Wortes begreifen, wie es sich anfühlen kann, wenn bestimmte alltägliche Dinge, wie zum Beispiel das Essen mit Messern und Gabeln, nicht mehr funktioniert, weil man die Handhabung vergessen hat. Und so wie es bei diesem Stand um das Mittagessen geht, so gibt es viele andere Aufgaben im Demenzparcours, die ähnlich angelegt sind und die aber allesamt sehr schwierig zu bewerkstelligen sind. Und was sagt der junge Mann jetzt, was ist Ihre Erfahrung? Ja, ich muss sagen, also es war sehr, sehr ungewohnt und es macht einen in der Tat nervös, weil man merkt, dass es nicht funktioniert. Also die innere Ruhe, die man zu Beginn noch hatte und gedacht hat, ja, das geht wohl eigentlich ganz einfach und ist ganz leicht, stellte sich gerade als sehr, sehr großes Hindernis dar und ließ einen doch ein wenig verzweifeln. Jetzt geht es um die Alltagssituation anziehen. Da hat der Proband, der jetzt diese Station erprobt, die Aufgabe, bis 30 zu zählen, sich die Arbeitshandschuhe anzuziehen, den Kittel anzuziehen und den Kittel zuzuknöpfen. Und das immer unter dem Zeitdruck bis 30. Bis 30 zählen. Und die Handschuhe zuerst. Genau. Und los geht's mit 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sogar keine Knöpfe da. Ja, oben fängt's an. Oben fängt's an. 17. Und jetzt mal ein bisschen flotter. Es darf ja ein bisschen schneller gehen. Der Bus wartet. 19, 20, 21, 22, 23. Ach, das ist wer. Ich gehe einfach so. Das geht auch so. Oder? Ganz pragmatisch. Ja, also das mit den großen, groben Handschuhen soll natürlich darstellen, dass alte Menschen auch häufig wirklich Probleme haben mit den Gelenken und mit den Händen und dann ist die Arthritis in den Knochen und dann macht es das Zuknöpfen von, dann macht es die Feinmotorik schwerer. Und außerdem ist es dann auch so, dass diese kleinen Knöpfe oft viel zu klein sind. Was hilft auch beim Schuhe anziehen, Schuhe binden, zum Beispiel solche kleinen feinmotorischen Aufgaben können oft nicht mehr erledigt werden, weil einfach die Hände nicht mehr mitspielen. Wir als Logopäden haben immer mehr Anmeldungen mit Patienten, die anfänglich an Demenz erkrankt sind und auch deren Angehörigen einen hohen Beratungsraum einfordern und brauchen. Frau Wallmann und Frau Küter haben uns heute gut gezeigt, wie wir mit demenzerkrankten Personen umzugehen haben. Sie haben uns sehr gut anhand Beispielen erläutert, wie wir mit den 4 Ls das Leben mit demenziell erkrankten Personen leichter gestalten können. Loben, lieben, lachen und lassen. Diese 4 Ls nehmen wir heute mit aus dieser Veranstaltung.